Heute beim Damka-Wurm hast du den zweiten Platz geholt. Herzlichen Glückwunsch dazu. Danke. Wie ist es für dich gelaufen? Beschreibst du das Rennen aus deiner Sicht? Ja, unten gut und war immer an der Christine dran, bis gut zur Hälfte. Und dann hat sie eine kleine Lücke aufgerissen und dann geht mir immer der letzte Kampfgeist aus. Wie war der Start für dich? Das erste Stück war ja ziemlich lang, wo man zu Fuß zurücklegen musste, bis dann endlich der erste Schnee kam. Ja. War das anders als sonst, weil es so ein langes Stück war heute beim Damka-Wurm? Normal mag ich es nicht so gern, aber es war, wie gesagt, halt angenehm und war dann auch nicht so ganz so ein hartes Tempo und war gut zu machen. Und die Streckenverhältnisse insgesamt, wie sind dir die entgegengekommen? Ja, ich mag das ganz gern, so abwechslungsreich. Und ich finde das Damka immer schön. Also ich finde das, weil es nicht nur ein Pistenrennen ist, sondern auch ins hochalpine Gelände geht. Und das ist dann dem Skibergsteigen doch ähnlich. Jetzt hast du vor 2 Wochen auch beim Jännerstedt teilgenommen und heute dann beim Damka-Wurm. Wirst du nächste Woche auch bei der Hochgrad-Skirallye dabei sein? Ja, also wenn es mit der Familie und zeitlich klappt, möchte ich schon dabei sein. Und wie sieht das in diesem Jahr bei dir mit Weltcups aus? Werden da auch noch die weiteren, die noch ausstehen, folgen? Sind das Ziele für dich? Ja, vielleicht noch ein Weltcuprennen machen und dann, ja, wenn alles klappt, dann doch mitfahren auf die EM. Und dann möchte ich halt nochmal, so wir haben letztes Jahr die Patrouille Glacier gemacht und dann wieder mit den Zweien, vielleicht mit Salama laufen, wenn die Kondition noch hält. Wo du es gerade angesprochen hast, Patrouille de Glacier, letztes Jahr 3. Platz geholt. Das erste Mal, dass ein deutsches Team auf dem Podest gestanden hat. Wenn du magst, einen kurzen Rückblick geben. Wie war das? Was war das für ein Gefühl? Das war super, weil also uns dreien ist es einfach von Anfang bis Ende gut gegangen. Und wir haben optimal zusammengespielt, haben uns abgesprochen, wer quasi ansagt, wie schnell gegangen wird. Und jetzt war das so ein richtig schönes Rundumrennen im hochalpinen Gelände. Und was halt da schön ist, man muss halt alles können. Man muss laufen können, man muss Spitzkern gehen können, man muss wirklich Wind und Wetter ausgesetzt. Wir kamen da auf 3700, auf die Tête Blanche. Und dann war es mal brenzlig, weil wir keine Lampe bekommen haben. Und dann haben wir halt einfach alle drei zusammen geholfen. Und das, finde ich, macht Skibergsteigen oder diese Wettkämpfe eigentlich aus. Und da waren wir halt über 9 Stunden am Stück, wenn man unterwegs ist, dann. Wie bereitet man sich denn auf sowas vor? Wie habt ihr euch damals vorbereitet? Das war ganz kurzfristig. 2 Wochen vorher haben mich die zwei Mädchen, also die Judith und die Steffi, gefragt, ob ich mitmache. Dann sind wir eine Skitour zusammengegangen und haben einfach gesagt, wir machen das, wir probieren das. Und dann sind wir ja einen Tag vorher angereist. Sind wir noch aufs Breitwang gegangen, haben die wichtigsten Sachen quasi probiert, Abfahren am Seil und dass es die Kommunikation passt. Und ja, und dann hat es, wie gesagt, perfekt, für unsere Verhältnisse perfekt gepasst. So dass jetzt in diesem Jahr auch die Lust absolut da ist, das nochmal zu wiederholen genau. In dieser Kombination. Weil ob das wieder so gut klappt, aber wir probieren es halt. Dann warten wir mal ab, was sich da ergibt, ob das dann alles so klappt und werden dich dann nächste Woche wahrscheinlich am Hochgrad wiedersehen. Okay, seid ihr wieder dabei? Da sind wir wieder dabei. Gut. Und vielen Dank erstmal. Okay. Gratulation zu heute nochmal. Gut, danke. Dankeschön.